Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. So, Ayla war wirklich fleißig und ja, ich denke, sie möchte euch als erstes mal so eine kleine Übersicht geben, was hier passiert ist. Wir haben jetzt einen Brunnen, das heißt, Wasser müssen wir nicht mehr von da unten holen, sondern können hier direkt Wasser trinken und holen. Und hier an dieser Stelle ist jetzt erstmal so ein kleiner Workshop entstanden. Die beiden, Dalincia und Kushi, die stehen gerne miteinander rum und reden ein bisschen, aber sie haben auch ganz fleißig natürlich beim Aufbau hier geholfen. Und ja, hier haben wir die Gerberwerkstatt. Die ist momentan hier und hier haben wir alles, was mit Schmiede und Schmelzen zu tun hat. Bisher, leider hat sich uns noch kein Schmied oder so angeschlossen und auch kein Gerber. Hier hat sich wenig getan. Wir haben eine größere Kochstelle und Ayla hat einige Schränke bauen lassen. Da kommen wir gleich noch dazu, sodass die Sachen jetzt ja relativ gut schon mal sortiert sind. Da haben wir auch noch Platz. Hier die ganzen Rüstungen und so weiter. Und ihr seht schon, hier wird schon gerade Fleisch getrocknet. Hier oben hat sich ein ganz klein wenig verändert. Dana tanzt ja für ihr Leben gern und macht das hier auch weiter. Und Alexis, den wir ja befreien konnten, beim letzten Mal, der guckt ihr gerne beim Tanzen zu. So. Ja, und dann hier. Wir haben nämlich einen Neuzuwachs. Und zwar einen Zimmermann. Und der hat darauf bestanden, dass er mal ein eigenes Gebäude gleich bekommt. Er ist ein Meister seines Fachs und hat sich hier dieses Gebäude aus Holz gebaut. Eine kleine Terrasse, wo er sich abends hinsetzt und ein bisschen entspannen kann. Dann hat er hier seinen Arbeitsplatz, seinen Workshop mit der entsprechenden Zimmermannsbank. Und das ist Akastel Neunfinger, den wir von den kitanischen Händlern freikaufen konnten. Und der hat uns eben auch hier die Schränke gebaut und ist jetzt fleißig damit beschäftigt, weitere Dinge für uns herzustellen. Akastel hat hier oben sich so ein ganz kleines Reich gebaut, wo er ein bisschen sitzen kann, wo er seine privaten Dinge hat. Dann hier oben hat er seine kleine Schlafstadt eingerichtet. Das wird sicher im Laufe der Zeit auch noch mehr werden. Hier ein kleiner Balkon. Genau. Und was wir von hier aus sehen können, ist unsere neue Mühle. Wir haben gedacht, wir brauchen unbedingt eine Mühle, um entsprechend Mehl mahlen zu können, Getreide mahlen zu können. Und Neuankömmlinge, die bei uns hier ankommen in unserem kleinen Lager, die erklären sich häufiger bereit, dass sie einfach mal eine Runde Mehl mahlen. Und die letzte, die das getan hat, war Jona, die Verführerin. Mir mal die Schleimsuppe. Jona war zuerst da oben und ja, hat dann aber gesehen, dass wir uns hier ganz gut entwickeln und hat dann beschlossen, zu uns zu kommen. Das ist Jona. Jona mag auch gerne tanzen, offensichtlich. Ah ja, die tanzt ein bisschen anders, als Kushi oben tanzt. Nee, Dana tanzt oben. Ja, die kann erstmal hier weiterhin tanzen. So, was haben wir heute vor? Ayla möchte gerne sich mal hier das Schlundloch genauer anschauen. Und da werden wir als nächstes hingehen bzw. hinreiten. Und ich hole euch wieder ab, wenn wir da sind. Ja, wir sind jetzt hier an der Arena angekommen und wir haben Jona auch mitgenommen, damit die ein bisschen Training bekommt.
Und gehen da jetzt mal rein. Gucken, was uns dort erwartet. Also das ist, sollte sozusagen der Hintereingang sein für das Schlundloch. Habe ich eine Fackel? Nein, habe ich nicht. Aha, okay. Jetzt haben wir zwei. Jona hat ein Schwert bekommen, weil sie die meisten Punkte in Stärke hat. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, geben wir ihr ein Schwert. Wollte ich nicht. Scheint ganz gut zu gehen. Oh. Bringt der irgendwas? Nee, nur Knochen. Die brauchen wir nicht. Schauen wir mal. Was ist das? The sands of the arena, Market One. Here, the games of mortality are played beneath the sun and the moon.
has made you a slave. Once, we set a group of them to fight one another. And they sat in the sand and refused to fight, even though they knew that our retribution would be swift and merciless. Another time, one of them fought and killed a dragon single-handedly. You are spared the fighting, slave. Your job will be cleaning up what is left after the battle. Oh, ich würde mir gerne den Drachen bis zum Schluss aufheben. Wo ist der nächste? Ach, hier. Hängst du da oder was? Irgendwie, ja, irgendwie ist er da hängen geblieben. Hilfe, ich sehe nichts. Okay. Deswegen sind wir hier. Die Drachenrüstung. So. Nice. Gehen wir mal da hoch. Irgendwer schießt doch auf mich. Ansonsten here in the gallery, you are required to serve Bonded One. It is a great honor for you to be among the trusted servants of the Priest King. Do not do anything for his behalf, or it would be a great honor for you to be sacrificed on the altar. To provide privacy for those of our kind using the gallery. The enchantment that allows you to understand our language will be disabled while you are in the area.
4. Ein verwitterter Schädel. Den können wir dann wieder eintauschen. Ach nee. Oder? Was haben wir denn hier feines? Verstärktes Leder. Stahlpfeil. Sonst noch was hier? Euch geht's gut? Ja, hervorragend. Hier haben wir da irgendwo. Was übersehen? Sieht nicht so aus. Ich glaube, hier sind wir hochgekommen. Kann das sein? Oder sind wir noch nicht rum? Oh ja, wir sind rum einmal. Okay. Also, Ayla freut sich natürlich sehr, dass sie hier spezielle Rezepte lernen konnte. Na? Wo ist da jemand? Ich höre doch was. So, einmal noch hier rumgehen und gucken, ob hier noch Gegner sind. Trink mal was. Ja. Da geht's hoch.
Da waren wir. Okay, das... Ja, super. Wieso helft ihr mir? Ich hoffe, wir haben uns hier nicht übernommen. Ich sollte mich mal heilen. Oh, wow, wow, wow. Einmal mit dem Schwanz gewischt. Ei. Super, wo ist der? Da. Oh oh, der Schwanz. Na komm. Ich fürchte, meine Heilmittel reichen gar nicht. Da hat Ayla sich schon ein bisschen was vorgenommen. Nee, raus da.
Ja, da sind wir wieder. Die Verführung war einfach zu groß, zu versuchen, den großen Drachen zu bekämpfen. Ayla hat es einfach versuchen müssen. Und unsere Gefährten dürften auf dem Rückweg sein, ja, per nach Hause zurück. Die haben einen etwas längeren Weg zurückzulegen, müssten aber gleich hier wieder auftauchen. Ayla hat beschlossen, den Kampf gegen den großen Drachen ein anderes Mal wieder aufzunehmen. Was ihr wichtig war, hat sie bekommen, und zwar die Drachenrüstung. Und die möchte sie sich natürlich gerne bauen als nächstes. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ayla wird jetzt dann einfach ihre Sachen sortieren hier und gucken, wie es den drei Mädels geht, wenn die wieder da sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao.